Ja, Apps für Deutschland war ja nicht der erste Wettbewerb seiner Art in Deutschland. Das war Apps für Berlin, soll ja an dieser Stelle nochmal gesagt sein. Das heißt, da gab es auch schon einen gewissen Vorsprung, aber dennoch gibt es etwas, das Apps für Deutschland ausgezeichnet hat. Es ist eine Community-Public-Partnership, genau genommen sogar eine Community-Public-Private-Partnership, weil auch die Industrie hier beteiligt war. Das Setup für diesen Wettbewerb war wirklich bemerkenswert, denn es gibt sehr viele dieser sogenannten Apps for Democracy Wettbewerbe weltweit. Ich kenne bisher keinen einzigen, der bottom-up organisiert worden ist. Normalerweise kommt ein Staat daher, eine Regierung auf Bund, Land oder auch Behördenebene und sagt, liebes Volk, hier sind Daten, macht mal was, dafür gibt es auch Preise. Hier war es ein bisschen andersrum. Es gibt ja Menschen in der Bundesverwaltung, die ausgesprochen fortschrittlich sind. Frau Dauke haben ja alle heute schon mal hoffentlich angehört. Die ist eine von diesen Golden Nuggets, aber auf der Spitze, an der Spitze gibt es davon noch nicht so wahnsinnig viele. Und deswegen können sich auch die Golden Nuggets nicht immer durchsetzen. Wahrscheinlich hätten es einige in der Verwaltung gern gesehen, wenn sich entweder der Bundesinnenminister oder Frau Merkel hingestellt hätten und gesagt, super, was die anderen können, können wir auch. Lass uns Apps für Deutschland machen. Aber dazu kam es nicht. Es kam aber dazu, dass aus der Mitte der Verwaltung heraus der Wunsch von der Community unterstützt wurde, so etwas zu tun. Nur halt, ihr müsst es irgendwie organisieren. Wir dürfen nicht so richtig. Und dann haben sich drei NGOs, das Government 2.0 Netzwerk Deutschland e.V., in dem ich auch aktiv bin, das Open Data Network und die Open Knowledge Foundation Deutschland zusammengetan, haben als drei Vereine ehrenamtlich als Träger für diesen Wettbewerb fungiert, den in wirklich extrem viel Arbeit organisiert. Aber es hätte allein auch nicht funktioniert. Wir hatten nämlich das BMI, das ließ sich politisch durchsetzen, als Schirmherr dabei, höchstpersönlich den Bundesinnenminister, und haben auf diese Weise viele Ziele des Wettbewerbs viel eher erreichen können, als wir das alleine hätten machen können. Dazu gab es die wichtigen Partner Bitkom, die schlicht die Finanzen dafür bereitgestellt haben. Wir konnten mehr als unsere Arbeitszeit da nicht einbringen. Und es gab als Partner auch den Deutschen Städte- und Gemeindebund, der immerhin das Ganze in 12.000 Kommunen deutschlandweit bekannt machen konnte. Das Ganze fand statt mit dem Startschuss im November 2011 auf der Messe Moderner Staat, eine der drögesten Messen, die es gibt. Aber es ist genau die Messe, auf der die Zielgruppe herumläuft, zumindest ein Teil der Zielgruppe. Der andere Teil lässt sich online gut erreichen, aber der Verwaltungsteil lässt sich besonders gut auf einer solchen Messe erreichen. Und das war auch das Ziel. Es gab eine Hidden Agenda, die so hidden gar nicht war, also heimliche Ziele, die wir alle hatten, die daran beteiligt waren, nicht nur die Community. Und das war, dass wir nicht nur zeigen wollten, wozu ist Open Data gut, was kann man alles Sinnvolles damit machen. Wir wollten auch erreichen, dass Verwaltung nicht nur den Nutzen eher erkennt, sondern vorher schon für den Wettbewerb Daten bereitstellt. Und deswegen gab es auch das ein Novum zu anderen solchen Wettbewerben international. Nicht nur die Kategorien Ideen einreichen, Apps einreichen, sondern es gab als spezielle Motivation für Behörden auch die Kategorie Daten einzureichen. Und hier war die Mitarbeit des Bundesinnenministeriums absolut unbezahlbar. Es wurden nämlich Briefe geschrieben mit dem Briefkopf des Bundesinnenministeriums an alle möglichen Behörden deutschlandweit verschickt, wo drauf stand, hier guck mal, liebe Behörde, toller Wettbewerb, macht mal mit, Kategorie Daten, reicht sie ein, dann kann dieser Wettbewerb viel erfolgreicher werden. Durch dieses offizielle Einladen zu diesem Wettbewerb hat das Ganze auch super gut funktioniert. Wir haben bis Dezember Daten entgegengenommen, bis Februar konnte man Ideen und Apps einreichen und auf der CeBIT im März gab es dann die Preisverleihung. Lustig ist auch der Umstand, wir haben ja bekanntermaßen auf nationaler Ebene kein Open Data Portal, auch wenn das ja schon seit geraumer Zeit strategisch geplant ist. Das mit dem strategischen Plan dauert in Deutschland immer etwas länger als woanders, aber es gibt von der Community, ich glaube es ist die Open Knowledge Foundation, nicken, oder Open Data Network, ich will nichts, keine falschen Lorbeeren, eins von beiden, hat diese Plattform eingerichtet, offenedaten.de, die ist also nicht von der Verwaltung, die kommt aus der Community, wurde aber benutzt für den Wettbewerb.
Wettbewerb und darüber hinaus, um alle offenen Daten der Verwaltung in Deutschland zu sammeln. Da sind also Daten drin, die eingereicht wurden beim Wettbewerb, aber auch welche, die schon anderweitig vorher gesammelt wurden. Und alle diese Daten konnten für den Wettbewerb benutzt werden. Was kam dabei raus? Es kamen total viele Ergebnisse dabei heraus. Also wir haben 320 unterschiedliche Datenarten bekommen. Wir haben 112 Ideen erhalten, 77 Apps wurden eingereicht von so unterschiedlichen Themen wie Abfallkalender oder Recyclinggeschichten bis hin zu, wo kann ich denn oder wie kann ich mein Wunschkennzeichen beantragen. Und beteiligt haben sich wirklich extrem unterschiedliche Leute. Es waren Studenten dabei, es waren wissenschaftliche Institutionen dabei, kleine, große und mittlere Unternehmen. Es waren Bürgerinitiativen als Bürgerinitiative dabei. Es waren Behörden auf allen föderalen Ebenen dabei, von der Stadt bis zum Bund selbst. Bedauerlicherweise sehr wenig Frauen. Wer mich kennt, weiß, dass ich da immer ein Auge drauf habe. War nicht so schön, nicht so viele Frauen da zu sehen. Also es gibt immer Dinge, die man noch verbessern kann. Ja, und dann habe ich das jetzt auf diesem Laptop noch ein paar Beispiele zusammengesammelt, die da ganz konkret entwickelt worden sind. Und zwar habe ich die mal in vier Schubladen einsortiert. Einmal alles, was so mit dem Thema Bürgerservice zu tun hat. Es gab gleich mehrere Ideen und Apps, die sich mit dem Thema Recycling befasst haben. Auch hier sieht man den unmittelbaren Alltagsnutzen, kann man sagen, ist wie so eine Klo-App. Ja, aber auch eine WC-App kann durchaus sehr nützlich sein. Wer mal in Nöten war, weiß, wovon ich rede. Also wenn man in den Nöten ist, nicht zu wissen, wo man die Batterien hintragen kann, die ausgelaufen sind, die Recycling-App, die kann es richten. Eine andere nützliche App ist eine, die sich mit Fundsachen beschäftigt. Also ich habe neulich einen Laptop in der Bahn gefunden. Jetzt kann man denken, hat man nie genug. Aber ich habe mir vorgestellt, oh mein Gott, der arme Mensch. Stand natürlich kein Name dran, keine Telefonnummer und habe ich mich erinnert an diese App und habe gedacht, wäre toll, wenn ich die jetzt hier hätte. Dann könnte ich nämlich eintragen, Regionalbahn XY, Laptop gefunden, wer will den haben oder wer hat den liegen lassen. Ich habe es dann getwittert und der Mensch hat es wiedergekriegt, die Abkürzung zum Thema. Es gab auch eine andere App, die mich besonders begeistert hat. Hier haben nämlich drei Bundesländer zusammengearbeitet. Berlin und Brandenburg überraschen jetzt vielleicht nicht so viele Leute, weil die machen ganz viel zusammen. Aber dass die beiden gepartnert haben mit Bayern, finde ich, das ist doch schon also nicht so gewöhnlich. Die drei Bundesländer haben alle ihre Bücherkataloge für die Bibliotheken zusammengeschmissen und als Open Data zur Verfügung gestellt. Dass man daraus sinnvolle Apps bauen kann, das kann sich, glaube ich, jeder gut vorstellen. Es gab auch Apps und Vorschläge, die sich mit dem Thema Wohn- und Studienortsuche befasst haben, wo man also persönliche Kriterien eingeben kann, die sich ja sehr unterscheiden können von Mensch zu Mensch und von, weiß ich, ich finde Auto doof, ich will nur was mit tollem Nahverkehr oder mein Kind hat Neurodermitis, ich will was mit wenig Schadstoffbelastung und was weiß ich. So verschiedene Dinge kann man da eingeben und erhält dann Vorschläge aus ganz Deutschland, wo ist der optimale Wohnort für mich oder Studienort. Eine andere Schublade, die habe ich mal mit Tourismus überschrieben, obwohl die natürlich für Einwohner genauso sinnvoll sind. Da gab es eine App, die wird entwickelt, privatwirtschaftliche App für Wasserwege in Deutschland. Und zwar alle normalen Daten, die man braucht, mit welchem Booten kann man durch, muss man dafür angemeldet sein für irgendwas, gibt es Schleusen unterwegs, sind die auf oder zu, wann sind die auf oder zu, wie ist der Pegelstand, wo kann ich parken mit meinem Boot, mit welcher Art von Boot kann ich da anlanden oder nicht, gibt es irgendwelche Spezialtoilettenentleerungsdienstleistungen, da sind wir bei der WC-Abservice, auch für die Boote, und wenn es unterwegs Haltepunkte gibt, was gibt es da so Nettes zu sehen. Also alles das für Wasserwege. Es gab auch eine App aus Bayern, glaube ich, war die mit einem Naturpark-Scout. Da kann man dann sich sämtliche Naturparks angucken, die man vielleicht noch nicht kannte, kleine Wege planen, auch wieder besondere Sehenswürdigkeiten angucken etc. Ein ganz großer Bereich in diesem Wettbewerb hatte zu tun mit Eltern und mit Kindern. Viele Ideen waren in dem Bereich, aber auch Apps waren in dem Feld, wo man sich
Apps gewünscht oder entwickelt hat, die dabei helfen, den Alltag mit Kindern, insbesondere im kommunalen Umfeld, zu organisieren oder einfach lebensfroh zu gestalten. Also wo gibt es kinderfreundliche Restaurants, wo komme ich mit Kinderwagen rein, wo gibt es freie Kita-Plätze, die selber kochen und einen Garten haben. Also alles das zum Beispiel konnte man mit diesen Apps machen. Die letzte Kategorie habe ich mal umschrieben mit Notfallschutz, weil das hatte alles irgendwie mit Sicherheit und Katastrophen zu tun. Interessanterweise gab es da ein Thema, nämlich Wasserstände. Das fand sich in allen drei Kategorien. Es gab eine Idee von einer Bürgerinitiative in Süddeutschland, die sich befasst mit regelmäßigen Überschwemmungen. Wir arme Bürger sind da permanent betroffen, das ist nicht schön, kann man auch nachvollziehen. Und die haben gesagt, wir wünschen uns, dass die Pegeldaten offengelegt werden und dass man dann eine App machen kann, wo man sich auch persönlich einstellen kann. Ich zum Beispiel habe vielleicht Glück und bin auf so einem kleinen Hügelchen. Ich brauche erst ein SMS, wenn die Pegelstände über 5,80 Meter sind. Ein anderer, der hat vielleicht kein kleines Hügelchen unterm Haus und sagt, also ich will es lieber bei 70 Zentimeter über normal schon wissen und kriegt halt dann seine SMS, die ihm sagt, jetzt aber schnell die Sandsäcke rauslegen. Diese App wurde also gewünscht, das hat das Bundesschifffahrtamt irgendwie geahnt und hat diese Daten eingereicht, immerhin wenigstens für die Bundeswasserstraßen. Jemand anderes, unabhängig davon, hat sich gedacht, so eine App muss die Welt haben und hat so eine App tatsächlich entwickelt, mit diesen Daten, die das Bundesschifffahrtamt eingereicht hat. Das heißt, es gab den Wunsch, es gab die Daten und es gab am Ende auch die App. Und genau so würde es viel öfter sein, wenn wir viel mehr Apps hätten und wenn wir auch häufiger Mechanismen haben, wie solche Wettbewerbe, die abfragen, was Bürger denn haben wollen. Es gab auch die Daten eingereicht für alle paar Stunden werden die aktualisiert für Radioaktivität in Deutschland, flächendeckend. Auch dafür hat jemand eine App entwickelt, einen kleinen virtuellen Geigerzähler. Das ist der da rechts. Da kann man also für die eigene Gegend gucken, ob es gesundheitlich zuträglich ist, sich da aufzuhalten oder nicht. Und es gab auch entwickelt als App eine Umweltprobendatenbank, wo man nachgucken kann, ob die Erde im eigenen Garten wahrscheinlich in Ordnung ist oder nicht, wenn dort in der Nähe eine Bodenprobe genommen wurde. Ja, das war der Schnelldurchlauf durch Apps für Deutschland. Ich hoffe, dass es einen weiteren solchen Wettbewerb geben wird. Wir drei NGOs sind aber im Moment auch der Meinung, es sollte ein Proof of Concept werden. Wir wollten Widerstände in Deutschland abbauen. Wir wollten zeigen, es geht. Die Leute machen mit, sowohl die Behörden als auch die Entwickler-Community, als auch die Bürger, die Wünsche äußern. Vielleicht noch ein paar mehr Frauen, daran kann man arbeiten. Aber nochmal organisieren jedes Jahr, das können die NGOs eigentlich nicht leisten. Dafür haben wir nicht genug Kraft und nicht genug Zeit und übergeben hiermit ein erfolgreiches, bewährtes Konzept an die Verwaltung, egal welcher föderalen Ebenen, um das dann einfach noch ein paar Mal zu machen. Wir helfen auch gerne dabei mit. Vielen Dank. Möchte jemand etwas fragen? Das ist aber nicht richtig. Da. Ich würde interessieren, ob inzwischen auch die Idee eigentlich selbst geworden ist. Oder auch die Idee, hat das noch irgendwie auf Schirm? Na, eine Sache, die wir etwas suboptimal gestaltet haben, ja, manchmal hat die Logik nicht 100% mitgespielt, weil man so viel operativ zu tun hatte. Wir haben zwar die Daten-Deadline vorgezogen gehabt auf 1. Dezember, damit man für das Entwickeln diese Daten benutzen kann. Die Deadline für Ideen und Applications war aber gleichzeitig am 1. Februar. Das heißt, die Entwickler konnten im Prinzip nicht auf einen Pool von das sind die Ideen zurückgreifen und sagen, jetzt entwickle ich mal die Idee, weil die will ja jemand haben. Für einen künftigen Wettbewerb würde ich das quasi als Lessons Learned weitergeben wollen, dass man das iterativ macht, erst eine Runde für die Ideen und dann Daten und Ideen bereitstellt und dann können Entwickler entweder diese Ideen realisieren oder sich selber was ausdenken. So wissen wir es einfach nicht. Es sollte aber
und das ist, glaube ich, ein bisschen wie beim Marketplace auf dem Open Data Portal Berlin. Das sollte eigentlich immer so sein. Den Marketplace gibt es noch nicht, aber der ist ja heute als Wunsch angekündigt worden und das finde ich eine großartige Idee. Das macht zum Beispiel San Francisco so und so sollte das auch der Bund machen, dass man da, wo man die Daten hat, England macht das auch so, dass man da praktisch einen Tab hat, wo man klickern kann, da sind die Apps, die diese Daten verwenden und dann habe ich quasi wie so ein App Store, nur in den meisten Fällen sicher ohne Geld, kann ich dann halt gucken, was ist mit diesen Daten gemacht worden. Und wenn ich das so geballt an einer Stelle sehe, in San Francisco sind das über 60 Apps inzwischen, dann, also das überzeugt jeden, der sich fragt, wozu sind die Dinger gut. Und es ist natürlich auch leichter, wenn ich, es gibt sogar eine der San Francisco Apps, ist besonders lustig, nämlich eine San Francisco App. Die hat nichts anderes als den Sammelkorb für alle diese Apps. Das heißt, wenn ich nach San Francisco komme und will da irgendwelche Apps für San Francisco suchen, dann brauche ich nur diese eine, da sind die nämlich alle drin, quasi verlinkt. Wir haben dieses Verzeichnis auf den Datenportalen. Also es gibt eine Kategorie, wo Apps vorgestellt werden. In Berlin. Ja, in Berlin. Genau. Ja, ja. Tolle Sache. Manchmal ist die Realität schneller als die Wirklichkeit. Ja, es klang heute Morgen so mit Marketplace und Ankündigungen. Man will das noch etwas prominenter machen. Ja, auch das ist gut. Aber es ist noch toller, dass es schon da ist. Großes Lob. Ja, das war die Werkschau des, ich sag die ganze Zeit immer diesjährigen Bodies, aber wenn ich mir die ganzen Themen und die ganzen Leute angucke, denke ich, auch hier ist es so, dass es schwierig ist, das mal eben nebenbei zu organisieren für alle ehrenamtlichen Beteiligten. Aber eigentlich müsste man das beinahe noch öfter machen, damit wir jetzt nicht ein Jahr warten müssen, um Ergebnisse vorzustellen. Aber wie ich das schon gesagt habe, wir haben Stammtische zwischendurch. Der nächste Termin wird in Kürze auf der Webseite sein. Wir werden auch jeden und jede, die sich richtig angemeldet hat mit einer E-Mail-Adresse, auch nochmal anschreiben. Wenn jemand hier ist, der oder die nicht im Anmeldeformular drin war und trotzdem weiter informiert werden möchte, bitte einfach kurz bei uns melden, eine E-Mail-Adresse abgeben, damit wir dazu einladen können. Und eine kleine Geschichte habe ich noch. Ich weiß, wen ich das nächste Mal zur Werkschau einlade, weil nämlich im Rahmen meiner Tätigkeit von Wikimedia Deutschland wir Community-Projekte fördern. Und ein Community-Projekt hat sich beworben bei mir, ohne zu wissen, oder ich entscheide das nicht, sondern es gibt eine Jury, aber hat sich beworben, ohne zu wissen, dass wir bei Berlin, daten.berlin.de was mit zu tun haben. Und hat dann als Beispiel für seine Fertigkeiten im Bereich mit offenen Daten umgehen und mit offenen OpenStreetMap-Karten umgehen gezeigt, er hätte da mal Daten gefunden in Berlin zum Thema Wahlbezirke und die konnte man einfach nutzen, da war er total begeistert und hat mal eben nebenbei aus den Daten, gibt es auch auf der Webseite kartenwerkstatt.at heißt das Projekt von einem Österreicher, ja, der das gefunden hat. Also die Wege sind manchmal unergründlich, warum ich das erzählt habe. Oft kam heute hier die Frage, was ist eigentlich der Nutzen und welche Daten sollen wir anbieten? Letztendlich wissen wir das nicht. Wir können es für bestimmte Dinge erahnen, aber letztendlich sind die Wege dann doch verschlungener, als man sich das denken kann. Wichtig ist aber zu zeigen, es geht, es gibt Unterstützung, es gibt Daten und in diesem Sinne freue ich mich darauf, dass wir beim nächsten Mal bei der nächstjährigen Werkschau hoffentlich lauter Projekte haben, die aus den Gesprächen heute hier entstanden sind. Jetzt darf ich eine kurze Pause ankündigen, die wir hier zum Umbau nutzen, weil anschließend ungefähr in einer Viertelstunde die Podiumsdiskussion startet. Ja, vielen Dank.